tatsächlich habe ich Orchesterdirigieren studiert, weil ich so unglaublich fasziniert bin von Orchestermusik und von all den Farben, die ein Orchester also hat. Ich habe sehr viel im Orchester selber gespielt und als Cellistin und war immer interessiert, wie das Orchester auch von innen funktioniert. Man hat ja als Cello ein bisschen so eine Motorrolle für das Orchester und ja, das wollte ich dann gerne auch von der Dirigentenrolle aus machen. Da jemand, der da so die Arme herum bewegt. Aber was passiert eigentlich tatsächlich? Also es ist tatsächlich sehr komplex. Wie lernt man das? Wie macht man das? Es geht darum, das ist, glaube ich, wirklich die Vorbereitung der Partitur, dass man genau weiß, was man hören will und dass man dann genug Mindspace quasi übrig hat, um festzustellen, wenn etwas nicht so ist wie erwartet, was kann man tun, damit es so wird? Wenn Sie in die Tiefe gehen, behalten Sie diese Energie im Strich. Ich denke, 275 ist momentan zu kurz. Die? Also einmal direkt Streicher 273 haben. Eher traurig eigentlich. Jetzt noch mit mehr hier. Es ist sicherlich so, dass man in jedem Land andere Ansätze kennenlernt, wie man mit Partituren, aber auch mit Orchestern umgehen kann. Und da habe ich, glaube ich, schon im Studium sehr viele verschiedene Kontexte erlebt. Und die erlebe ich jetzt quasi in kondensierter Form auch im Berufsleben. Also man ist eine Woche in Spanien, dann eine Woche in Deutschland, dann eine Woche in Luxemburg und dann eine Woche in Irland. Also das geht schon sehr schnell aufeinander und ist auch wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich Orchester arbeiten. Es ist auch immer interessant, allen Leuten im Publikum verschiedene Zugänge zu Musik zu geben. Und diese Schlüssel, die wir uns selber erarbeitet haben, auch teilweise weiterzugeben. Und ich finde das auch interessanter eigentlich oft, wenn man einfach selber mit dem Publikum spricht. Also über ein Programmheft hinaus, glaube ich, freuen sich viele Leute auch, einen persönlichen Kontakt zu haben. Aber was ich eben interessant finde, ist, Moderationen auch immer so zu machen, dass sie denjenigen ansprechen, der zum allerersten Mal da ist, genauso wie denjenigen, der Abonnent seit 30 Jahren ist. Auch der möchte ja sicher gerne wissen, was wir in diesem Moment zu dieser Musik denken. Die verschiedenen Lockdowns dafür genutzt, auch mal Komponistinnen zu kennenzulernen. Also man muss da leider immer wirklich besondere Recherchen betreiben, um diese zu finden. Das liegt häufig eigentlich an der Musikwissenschaft des letzten Jahrhunderts, die diese dann vernachlässigt hat. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist sozusagen die aktuelle Repräsentanz von weiblichen Auftretenden, kann man sagen.
Da ist natürlich, wird da viel diskutiert über Dirigenten, Dirigentinnen. Also da ja, gibt es sicherlich zu tun, dass diejenigen, die das also auf höchstem Niveau betreiben, dass die auch die nötige Visibilität haben. Ich freue mich wirklich, diese Stücke zu präsentieren, die eben einerseits natürlich alle aus der klassischen Epoche stammen und auf der anderen Seite eben so unterschiedliche emotionale Inhalte haben. Und das hängt auch mit der Harmonik zusammen. Und eben, ich freue mich sehr, genau an diese Orte zu fahren und das Publikum dort zu treffen und eben auch ja, mit einer lokalen Größe der Anna Amalie dann die wieder zu Gehör zu bringen.